Ne, wenn die Angreifer kommen, hier liegt ja unser Holz jetzt draußen. Wäre halt theoretisch gut, wenn wir das mitkriegen würden. Wenn die kommen, dass wir unser Militär dahin schicken können. Das fühlt sich ja immer so ein bisschen. Ihr seid ja alles ins Wasser gesprungen und dann schwimmt ihr jetzt hier alle rüber, wie sonst auch, ne? Da sitzt ihr hier im Wasser, so wie die, und keiner tut was, ne? Wie die beiden da. Wisst ihr, dass die Soldaten an die Küste schicken und dann plötzlich kommt ihr da alle raus und zwei, drei von unseren Zwergen ertrinken wieder. Habe ich irgendwie keine Lust drauf. Warum kämpfst du? Ach, du bist wieder der da draußen, okay. Ihr macht das schon. Ich da dort. Ist auch nicht mehr viel. Dann habt ihr genug. Das hier oben, Waiting for Construction. Ah, der ist schon auf dem Weg. Da auch. Das ist auch schon auf dem Weg. Perfekt. Da können wir schon fast die ersten engraven. Ui. Da können wir die mit Steinen beschießen. So, kommt jetzt hier irgendein Angreifer? Die sind auch gar nicht befüllt hier, ne? Warum befüllt er denn die Käfige nicht weit? Weil wir keine Käfige mehr haben? Haben wir keine Käfige mehr? Wo ist das hier? Doch. Hier sind ganz viele Goldkäfige. Guten Abend, Rundschutzen. Schön, dass du da bist. Wie bei deinem Wochenende. Warum befüllt ihr das denn? Hier oben haben wir auch so viele Pfeile. Also die ist befüllt, aber ja, ich wollte sagen, die Hälfte, nein. 90% der Fallen hier sind unbefüllt. Da ist eine volle, da leer, leer, leer. Das ist doch nicht normal. Die Käfige sind doch da. Die haben wir ja hier. Genug. Auch unser Bleikäfig ist. Da ist in dem Bleikäfig liegt. Ein totes Tier? Nein, aber nicht, ne? Nein. Das ist aber doof, dass in dem Bleikäfig ein totes Tier liegt. Warum? Nach den Käfigen können Tiere nicht verhungern. Die kann man auch da ewig einlagern. Das war jedenfalls in Classic so. Ein Angreifer? Nein. Na, wo seid ihr? Alle Fälle seid ihr im Wasser. Aber nicht auf dem Weg, ne? Nö, dümpelt einfach jetzt da unten rum. Irgendein Forgotten Beast treibt die da schon raus. Notfalls wundern wir uns plötzlich, wenn ganz viele Zwerge sterben, weil die plötzlich dann doch irgendwann hierher kommen und nicht alle in den Fallen hängen bleiben und wild metzelnd hier rumlaufen und die Zwergenkinder töten. Wäre nicht das erste Mal. Was heißt erstmal, dass sie durchkommen? Nicht gebaut. Was baut doch endlich? Die sind so lahm manchmal, ne? Die sind so lahm hier immer mal wieder. Aber die Leute haben sich gewechselt. Jetzt steht ja jemand anderes dran und wartet darauf, dass er schießen kann. Mit dem Granitklumpen. Na kommt. Wir haben ja keinen zeitlichen Druck. Das funktioniert. Plumphelmets wachsen. Lorknuts wachsen. Und hier sind anscheinend auch die Nüsse. Auch wenn ich dachte, dass Quirlybushes gepflanzt werden sollen. Aber klappte wohl nicht. Samen sind alle. Die liegen irgendwo anders.
So. Die sollen abgerissen werden, sind sie aber noch nicht. Ich hoffe mal, dass dann die Tiere nicht mehr verhungern werden, wenn die den Platz hier auch nochmal dazu haben. Wird jetzt abgerissen. Erstmal ist das interessant, aber irgendwann kommt da hoffentlich auch wieder Moos hin. Oh Gott! Da sind ein paar mehr geworden. Leider ja, ich habe es ausprobiert. Es schießt sonst. Also die vier Testschüsse, die wir hatten, sind alle in der Wand gelandet. Ich kann es auch gerne nochmal zeigen. Feuer! Dann schießt er durch die Schießscharte und klatscht hier gegen die Wand und bleibt halt da liegen. Es kann nicht über die Wand schießen. Es funktioniert leider nicht. Ich habe auch immer gedacht, das ballistische Flugbahn und es geht darüber. Wir haben jetzt mehrfach feststellen müssen, dass das leider nicht so funktioniert, wie es Sinn ergeben würde. Das Hähnchen verhungert. Häschen verhungert, nicht das Hähnchen. So, die springen jetzt auch alle ins Wasser. Kommen die auch? Nee, ne? Sind dann einfach erstmal da. Und gehen alle erstmal planschen. Also, das wäre jetzt schon ein bisschen viel, wenn die jetzt plötzlich einfach hier plötzlich durchlaufen, ne? Aber wir sind auf alles vorbereitet. Irgendwo in der Nähe ist unser Militär. So ein paar Ebenen höher. Da liefen sogar welche lang. Alle mental drauf vorbereitet. Du holst jetzt den Granitstein hier ab. Den hast du gerade wieder geholt, ne? Genau, dann kannst du wieder nachladen. Vorbildlich. Wir haben keinen Marmor mehr. Schon wieder? Marmor. Unsere Mangelware. Was haben wir jetzt? Das heißt, wir suchen uns wieder unseren großen Marmor. Die Marmormine. Wie hier. Und sagen hier, grab mal Marmor raus. Hier ist jetzt ja nicht wirklich mal. Hier oben wäre noch Marmor. Was ist denn? Ist egal, ne? Hier unten ist ein bisschen wenig. Hier in der Ecke ist noch was. So, flip. Und das ist auch noch mal. Okay. Die Ebene hat noch genug. Mal erstmal ein bisschen aufpassen hier. Ich traue denen nicht. Ist mal abgetaucht. Wir haben ja festgestellt, es gibt halt keinen Fußweg hier rüber. Die müssen übers Wasser kommen. Im Gegensatz zu unseren Zwergen können die aber anscheinend unter Wasser atmen, die ertrinken nicht. Ja, unsere Zwerge kommen halt nicht rüber auf die andere Seite. Ich weiß auch nicht, ob das grundsätzlich so ist. Weil dieses Wasser hier hat, wie wir feststellen, keine Öffnung nach draußen. Meine aktuelle Vermutung ist, dass wir das hier geflutet haben. Ja, weil man sieht ja, hier kommt ja immer unser Wasser, ne? Wir haben unseren Abfluss hier. Ne, hier kommt ja unser Abfluss von dem Aquifer. Oder Aquifer. Das läuft hier oben und da unten halt raus. Und zwar dann, bis es hier einen kleinen See bildet. Und wahrscheinlich hier den großen. Ja, alle anderen Ebenen sind ja nass. Bis hier dann, ne? Man sieht ja den Matsch. Der irgendwo herkommt. Hier halt auch. Das Wasser hat sich auch den Weg sozusagen nach. Welchen Weg nimmt es? Wahrscheinlich nach da, eher nach hier, ne?
Deswegen ist hier auch Matsch. Deswegen sieht man hier auch noch Wasser. Das läuft halt einfach hier runter. Ich glaube, wir haben das hier geflutet. Wo ist denn jetzt der Typ mit dem Stein hin? Ein kleiner jetzt. Ah, er lädt gerade. Okay. Braucht ein bisschen. Der Klumpen, der fehlt hier hinten noch. Oh, ich hoffe, das funktioniert nachher. Wir können ja nachher auch noch ein zweites Katapult oder eine Ballista. Da können wir gucken, was ist effektiver. Ballista oder Katapult. Ich vermute die Ballista, weil die Ballista schießt einfach durch. Wollen wir das einfach mal testen? Ja, komm, wir testen das. Jetzt hier, ich möchte den Stockpile bearbeiten. Nehme hier drei Felder raus. Ist okay. Und dann baue ich Military Ballista. Okay, irgendein riesiges Vieh kommt. Müssen wir gleich mal gucken, wo es kommt. Tack, tack, tack. Müssen wir da nämlich auch einmal kurz Fortifications 3, Fortifications 3. Und wo bist du? Ach, unten Cave 3, ist egal. Cave 3 ist nicht auf. Cave 3 ist sowas von Ups. So, und dann Ballista, die kann ich ja sowieso durchschießen. Und dann, ja, gucken wir mal, was mehr Schaden macht. Wir hätten das Engraven auf 1 setzen sollen, ne? So. Rio 1. Dann wird das wenigstens irgendwann gemacht und nicht erst in 3 Jahren. Mit Herbst, keine Karawane und keine Migranten, ne? Zumindest bisher noch nicht. Was auch da jetzt? Ne, da. Ach, guck mal, da kommt der ja schon fast dran. So schön auch detailliert, alles schön engraved worden. Nicht nur gesmoothed, so eine schöne detaillierte Goldwand. Die jetzt einfach stumpf ein paar Schießscharten reingezimmert werden. Voll langweilig. Ja, was? Mach halt mal fertig. Ich will noch ein paar Waffenfallen bauen. Das beschäftigt die Leute aber wieder zu sehr. Wir müssen mit dem bisschen, das wir haben, haushalten. Dasselbe wie hier unten. Das funktioniert immer, ne? Türen und so, das baut ihr schnell. Zumindest solange wir noch Marmor haben, funktioniert das. Wenn der Marmor alle ist, wie jetzt, klappt das leider auch nicht mehr so schön. Ne? So, und mehr Gräber. Multi. Duck. Diese Menge an Leichen ist halt einfach doof, ne? Ah, das Unterbringen ist einfach immer Kacke. Dein Auftrag? Ach, du baust. Oh, das passt jetzt hier aber nicht rein. Wie sieht das denn aus? So viel ist es nicht mehr. Du schleppst noch einen Stein wahrscheinlich, ne? Ja, genau, Construct Building. Und dann fehlen noch drei. Ihr seid Engraver, ihr seid zu schnell. Du schleppst einen Stein. Genau, da fehlen noch zwei Leute, die den Stein bauen, schleppen müssen. Moin, Kolkohondia, schön, dass du da bist.
Wie war dein Wochenende? Wir haben jetzt seit Mittwoch haben wir die Katze. Genau. Ja, kann ich dich auch schon im Discord machen? Auf dem Discord gibt es jetzt Katzenbilder. Eins. Ich habe ein Katzenbild da reingesetzt. Um zu zeigen, wie niedlich sie doch ist. Oh, Migräne. Okay, das ist natürlich ungünstig. Dann wünsche ich dir gute Besserung und dass das jetzt hoffentlich besser ist. Meins war relativ entspannt. Ich habe Merch hergestellt und Katzen geknuddelt. Oder eine Katze geknuddelt. Und rege mich aktuell auch immer über meinen Schnupfen auf. So, da ich es immer noch total ungünstig finde, hier so in die Kamera zu schneuzen, bin ich gleich wieder da. Also Merch in Anführungszeichen, ne? Das wäre so zum Spaß gewesen. Er hat das vorher schon einmal gezeigt. Eine muss ich auch noch in Discord packen. Das ist heute erst fertig geworden. Das andere habe ich schon im Discord. Aber das T-Shirt muss ich da noch hinpacken. Ich muss ja Werbung machen. So, wird das nicht theoretisch auch diagonal engraved und ich brauche die beiden Platten hier gar nicht? Bauen sie auch eh nicht. Ja, ich würde es mir gern angucken. Ich würde es gern spielen. Ich, ist aber genauso wie bei dem anderen. Ich habe bei dem anderen nur kurz reingeguckt. Ich habe entschieden, dass es nichts für den Stream ist. Das war deswegen, also vielen Dank für den letzten Key, aber er ist halt, also das Spiel ist leider nicht Stream geeignet. Also für mich, für mein Empfinden, ich krieg da nicht genug raus, dass ich sage, yeah, das stream ich jetzt. Und also das ist genauso wie ich von einem, ich bekomme ja alle paar Wochen, bekomme ich eine Mail von irgendwem, der schickt mir Steam Keys. Der ist voll cool. Wollte das, ne? Xenonauts 2 habe ich darüber gekriegt und Old World ist jetzt irgendeins, das habe ich darüber gekriegt und was weiß ich nicht was. Ich habe da jetzt 5, 6 Spiele gekriegt. Müsste ich nochmal nachgucken, welche das alle waren. Ich gebe die Keys einfach erstmal immer ein, weil boah, haben ist besser als brauchen. Und so zwei, drei davon habe ich würde ich halt auch unbedingt eigentlich gerne streamen. Ne? Xenonauts 2 hätte ich zum Beispiel einfach streamen müssen. Das war halt ungünstig mit meinem Urlaub. Ich habe den Key gekriegt. Da war auch gerade wieder ein Hype auf Twitch, aber da war es auf Twitch ein bisschen größer, Xenonauts 2. Da war ich ja beim Urlaub. Ich darf keinen Urlaub machen. Als ambitionierter Streamer darfst du keinen Urlaub machen. Ganz schlimm. Wie kann man nur Zeit mit der Familie verbringen wollen? Muss ich mir dringend abgewöhnen. Wenn das jetzt noch engraved ist, du baust einen Stein, ne? Genau, also du baust keinen Stein, du baust genauso wie du. Dann haben wir das hier fertig und dann engraved irgendeiner. Irgendeiner kommt, muss gleich angesprintet kommen, lass mal den einmal schießen.